eine Idee hätte ich noch für sowas vielleicht, das können wir noch ausprobieren. Da brauche ich ein bisschen Ihre Hilfe. Und zwar, zuerst kommt der Vorspann so und dann kommt die eigentliche Unmöglichkeit. Ja? Vorspann geht so, könnten Sie mal alle einen Ring vom Finger abnehmen? Schauen Sie mal, wenn Sie einen Ring anhaben, nehmen Sie mal jeder einen Ring ab, ja? Und halten den mal so zwischen Daumen und Zeigefinger vor sich. Jeder einen Fingerring, genau. Wenn Sie keinen haben, egal, nehmen Sie einen vom Nachbarn. Ja? Nur, dass jeder einfach mal so... Da hinten auch, hat das jeder? Super. Okay, jetzt sind wir bereit für den Vorspann. Pass auf, habe ich mir selber ausgedacht, ist super. Wenn Sie den Ring mal so halten und mich durch den Ring angucken, ja, so, und jetzt richten Sie es mal so vom Zoom-Faktor, von den Größenverhältnissen so ein, dass der Ring so mein Gesicht einrahmt. Haben Sie das hier? Ja, einfach hier so mein Gesicht. Okay, Achtung. Okay, das wollte ich schon immer mal machen. Super, okay. Aber halten Sie die Ringe nochmal nach oben, weil, ja, spitze, ja, das ist nicht nur ein sehr schöner Karlauer, sondern das gibt mir nämlich auch die Gelegenheit zu sehen, wer denn Ringe dabei hat, die er oder sie auch vom Finger abbekommt. Und das ist super, halten Sie mal ganz nach oben, dass Sie gut sehen kann. Dann machen wir vielleicht noch ein kleines bisschen Saallicht und ich gehe einfach mal sammeln. Ne? Hallo, guten Tag, hallo, darf ich mal ganz kurz, oh, super, sieht doch gut aus, prima, was haben Sie denn, ist doch wunderbar, kann man doch, oh, pardon, darf ich auch nochmal, danke, super, alle besser, möglichst ein bisschen unterschiedliche Ringe, darf ich noch einmal sehen? Also ich meine, ich gebe zu, es ist ein bisschen ungewöhnliche Gagen, also ein seltsames Gagenarrangement. Wir haben es so vereinbart, ne? Und jetzt dieser durch. Also ich meine, mal gucken, ist hier noch was? Oder er ist ein bisschen, boah, was ist das für einer? Mein Gott, ist Ihr Mann Drogenbaron oder was? Das ist ja also ein riesen Klunkerteil da. Darf ich bei Ihnen nochmal sehen? Ah, der ist doch auch super. Bei Ihnen nochmal? Ja, vielen Dank. Ah, okay, schon vorbereitet. Und vielleicht noch irgendwo von hier vorne nochmal. Ich glaube, die Dame, Sie hatten auch... Ah, da ist er noch. Sehr gut. Genau, super. Okay. Ja, manche verstecken gleich wieder. Passen Sie auf, wir machen es so. Ich gebe Ihnen mal die ganze Beute, die Leihgaben. So, vielleicht. Wenn Sie Ihren noch dazu packen und dann einfach alles mit zu mir auf die Bühne bringen, dann kriegen Sie meistens noch einen Applaus von den anderen. Und, ah, hallo. Super, ja, das klappt. Hallo. Hi, guten Abend. Hallo. Wie ist Ihr Name ganz kurz? Katrin, ich bin fit. Hallo Katrin, super, dass Sie sich gleich hier so freiwillig melden. So, hallo, nimm mich, das ist prima. Jetzt ganz kurz nochmal für die Klarheit, können Sie einmal noch Handzeichen geben, von wem habe ich jetzt gerade hier ringeliehen? Haben wir, genau, 1, 2, 3, es waren aber 4. Achso, Sie selber, genau, hallo Katrin, ja genau, okay, sehr gut. Machen wir es so, weil nachher kommen die Leute, die Skeptiker sagen, es kann nicht sein, Katrin, du warst doch ganz nah dran, deshalb Ihren eigenen Ring, den erkennen Sie natürlich wieder. Ne? Aber nehmen Sie sich mal so einen kleinen Moment Zeit, sich auch die Ringe unserer anderen Gäste mal anzuschauen, dass Sie die Katrin in ungefähr einer Minute wiedererkennen würden, dass Sie sehen, es sind wirklich Ihre Ringe und nicht noch 3 aus dem Ärmel und 5 aus dem Kaugummiautomat, also wirklich genau diese, ja, alles in Ordnung? Prima. Und welcher war Ihrer ganz kurz, das war der da? Der Kleine, ja, ist okay. Dann ich nehme erstmal vielleicht einen von den anderen. Ich glaube, das war Ihre. Ja, ich probiere das erstmal mit den anderen Ringen. Da werden Sie auch gleich ganz erleichtert sein. Genau. Denn es klingt jetzt ein bisschen seltsam, wenn man so Ringe aneinander reibt, ich hoffe, man kann das erkennen, dann kann man die gewissermaßen in einen physikalisch unmöglichen Zustand versetzen. Und Katrin, Sie können mir dabei genau über die Schulter schauen. Hier Ihre 3 Ringe, alle zusammen. Okay, du bleibst hier. Ich probiere einfach mal schauen. Keine Sorge, die sind schon noch da. Nur sind die halt jetzt miteinander verkettet. Guck mal, da haben wir sie, Ihre 3 Ringe in einer Kette, völlig unmöglich. Herzlichen Dank, guck mal, da sind sie. Katrin, schauen Sie mal, sind wirklich zusammen? Ach, pass auf, ich mach's mal deutlicher. Vielleicht können wir das noch ein bisschen deutlicher machen. Ich mache das so, dann muss ich Sie gar nicht hier groß anfassen. Und Katrin, Sie sind jetzt ganz nah. Sonst glaubt uns das kein Mensch. Vielleicht 2 wichtige Fragen. Erstmal, sind es tatsächlich diese Ringe? Ja, ich komme auch gleich nochmal zu Ihnen. Und die andere wichtige Frage, die auch alle ein bisschen da hinten vielleicht interessiert, sind die wirklich miteinander verkettet? Hängen die ineinander? Ja. Können auch mal ein bisschen gucken. Ja klar, sind keine Fäden, keine Ösen, keine optische Täuschung. Sind wirklich ineinander verschmolzen und hängen zusammen. Das ist super, ne? Ja, das muss man sich mal so auf der Großhirnbinde vergehen lassen, genau, ja. Das ist ganz erleichtert, dass Sie ihn noch haben, ja, genau. Ja, wollte ich nämlich gerade sagen, weil, also, ich sage ja, also, Katrin, genau, Sie haben ja da auch noch einen, ne? Jetzt frage ich mal hier ganz kurz, der untere Ring, das ist hier so mit ein bisschen Schnörkeln und dann ein Stein aufgesetzt, von wem war der denn? Ich glaube, das war bei Ihnen, kann das sein? Oder ein bisschen dünnerer, der war bei Ihnen? Ja, okay. Jetzt möchte ich mal fragen, die Dame, Katrin, kennen Sie sich? Nee? Ah, das wird super. Okay. Katrin, glauben Sie denn, dass es möglich wäre, dass man auch Ihren Ring hier noch unten an das Ende der Kette dran setzt? Ich befürchte es. Sie glauben, dass es geht?
Ja, so, dann muss ich das ja nicht machen. Ne? Ah, nee, okay. Dann darf ich den ganz kurz haben. Dann machen wir es nochmal ganz nah, Privatvorstellung. Wenn man den hier dran reibt, sehen Sie das? Dann wird er hier ein bisschen weich. Dann schmilzt er hier durch, Sie können es erkennen und dann ist es passiert. Katrin, ist das Ihr Ring hier am Ende der Kette? Ja. Dann ist das auch Ihr Applaus. Vielen Dank. Da ist er. Guck mal hier. 1, 2, 3, 4 Ringe in einer Kette. Ist super, oder? Ist sehr schön. Der hängt da wirklich drin. Katrin, Ihren eigenen Ring, den haben Sie jetzt schon identifiziert, den würden Sie wieder erkennen. Das ist er tatsächlich. Bleiben Sie einen kleinen Moment hier. Ich gehe nochmal runter, um auch den anderen die Gelegenheit zu geben, nochmal zu prüfen, dass das alles tatsächlich hier mit rechten Dingen zugeht. Können wir noch einmal ein bisschen Licht haben? Ich glaube, hier war noch einer, gell? Der Herr, ja, schauen Sie mal. Ich gebe Ihnen das Ganze mal in die Hand. Und zwei wichtige Fragen. Erstens, ist da Ihr Ring dabei? Laute, deutliche Antwort, dann hören wir Sie gut. Ja. Ist er dabei? Und ist er mit den anderen verkettet? Ja, super, ne? Ja, man sagt ja auch, so ein Abend, so, das schmeißt zusammen einfach, ne? Genau. Vielleicht darf ich noch mal hier rüber. Das war, glaube ich, wo hatten wir noch bei Ihnen? Genau, schauen Sie sich das auch mal an. Auch da ist Ihr Ring dabei, ist er tatsächlich, ne? Können Sie ihn erkennen? Das ist der jetzt mit Katrins zusammenhängt. Schauen Sie mal, ne? Genau, ist wirklich verkettet. Super, gell? Ja, was sagen Sie dazu? Gar nichts mehr, ne? Super, okay, genau. Und dann vielleicht hier auch nochmal, genau, ich gebe es Ihnen nochmal, prüfen Sie mal, gucken Sie mal, dass Sie wirklich zusammenhängen. Manche sagen, ja, das gibt's nicht, das ist irgendwie geklebt oder mit Faden oder Magnet oder sowas, aber Sie sind tatsächlich ineinander verkettet. Ich meine, das können wir den ganzen Abend machen. Ne? Ich habe neulich, das war ein großer Raum, da habe ich alle Ringe verkettet, das war super. Ja? Ich komme mal hier hinter, weil warum nicht? Ja? Da kann man ein bisschen das mal aus der Nähe sehen. Ich hoffe, wir kriegen das mit der Kamera noch eingefangen. Haben wir noch einen? Können wir ruhig noch dazu nehmen. Also die Gelegenheit ist günstig, näher wird es nicht mehr. Ja? Haben wir bei Ihnen noch einen Ring? Oder? Da, die Dame, ja super. Ich komme mal, dann können Sie sich das mal wirklich hier ganz in der Nahaufnahme anschauen. Da ist Ihr Ring. Wenn man den hier einfach ein bisschen reinreibt, sehen Sie das? Dann wird es ein bisschen warm, ein bisschen weich und dann schmilzt er rein. Puff. Und dann hängt er da drin. Ja? Das ist spitze. Vielleicht kann man das erkennen, der ist wirklich da drin. Okay. Ich frage mal, haben Sie sowas schon mal gesehen? Nee? Ja, warum klatscht dann keiner? Was ist los? Das muss doch abgehen. Gibt's doch überhaupt nicht. Da sind Sie. Aber okay, gut. Jetzt, also ich will mal so sagen, bis hierher, ja, kann ich den Trick eigentlich ganz gut. Jetzt mit dem Auseinandermachen, da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Also vielleicht könnten wir ganz kurz organisieren, wer jetzt mit wem nach Hause fährt. Nee, keine Sorge, ich habe noch was, warten Sie, ich habe natürlich eine Möglichkeit, wo habe ich es? Hier, wie man die wieder auseinanderkriegt. Schauen Sie, Katrin, das hier, das ist so ein Seitenschneider. Und nee, das ist Quatsch. Ich werde jetzt ja nicht hier alle Ihre Ringe aufzwicken, ja? Das wäre ja Quatsch. Es reichen ja zwei. mal gucken. Aber gut, vielleicht nehmen wir die sanfte Art. Katrin, hinter Ihnen steht ein Weinglas auf dem Tisch. Ich möchte Sie nicht ablenken, aber wenn Sie mir das einmal anreichen könnten, bitte. Denn das Interessante ist, wenn man diese Ringe hier so ein kleines bisschen reibt. Ich fange einfach mal mit dem hier an. Das war, glaube ich, von dem Herrn, genau. Einfach mal hier so ein bisschen. Sehen Sie das? Dann löst er sich hier langsam ab. Dann wird es ein bisschen weicher. In dem Moment. Jawohl, da haben wir ihn komplett und unversehrt Nummer 1. Vielen Dank, sehr schön. Dann gucken wir hier mal weiter. Ah ja, der ist der. Ah genau, das ist wieder Ihrer, hervorragend. Genau, auch hier muss man nur einmal so ein bisschen drehen. Sie sehen, noch hängt er zusammen, aber in dem Moment, da... Ne, warte mal. Eigentlich muss man nur drehen und dann sollte... Was los? Ganz kurz, was ist das für ein Material, Ihr Ring? Was ist das denn? Wissen Sie das? Aus was ist der gemacht? Im Ernst? Ach so, ein bisschen modisch. Ach so, nee, dann ist die andere Richtung. Ja, okay. Hervorragend, dann ist da gleich. Nee, dann muss man. Genau, ja, dann. Bei Blechringen. Ja. Nee, es steht auch so im Zauberbuch. Bei Blechringen andersrum. Ne? Das ist also, genau. Aber vielleicht, ich habe den Stift nochmal geholt, dann können wir das hier für die letzten beiden ein bisschen deutlicher machen. Katrin, wenn Sie mir einmal das Glas geben würden. Jetzt muss ich mal fragen, welcher war Ihrer? Der untere, glaube ich, ne? Das ist Ihrer, der kleinere, genau, ja. Da sehen Sie, beide Ringe hängen hier verkettet aneinander. Man muss nur einmal kurz dagegen hauchen. In dem Moment wird er ein bisschen weicher, 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 weicher. Und dann löst sich der Ring ab, fällt hier raus. Und das Problem haben wir gelöst. Herzlichen Dank, das war der Herr der Ringe. Vielen Dank. Vielen Dank. Katrin, wenn Sie die Hand ausstrecken, einmal so, dann sehe ich Ihnen das alles. Hervorragend, da sind Sie. Vielen herzlichen Dank. Katrin, nehmen Sie Ihren eigenen Ring und rennen Sie weg.